So. Wie weit ist es denn noch? Dieter, ich hab dein Auto, Dieter. Der ist immer noch hinter uns, dieser Drecksbulle. So, die Kurve hat er jetzt aber nicht gekriegt, oder? Doch, natürlich hat er sie gekriegt. Ah, ich hab nicht nach vorne geguckt. Oh, shit, die Karre ist echt übel angeschlagen. Ja, wie soll man auch mit dem Auto irgendwie der Polizei entkommen? Also, ernsthaft. Es geht nicht. Geht nicht. Das habe ich schon gemacht, was da an der Straße war. Ich bin natürlich wieder falsch gefahren. Menschenskinders. Ja, ey, du gehörst du zur Polizei oder was ist hier los? Lasst mich jetzt in Ruhe, Mann. Das ist bloß die scheiß Dreckskarre abliefern hier. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Halt, hier ist die Markierung. Ja, jetzt, oh, Gott sei Dank. Kriegen wir zwar nicht viel Geld dafür, aber sobald, wenn wir dann mal das letzte Auto hier für Dieter abgeliefert haben, dann gibt's richtig Kohle. Sollen das? Lass meine Freundin hier in Ruhe. Bats, nochmal rein. Warum bist du meine Begleiterin? Ich versteh's nicht. Geh doch nach Hause, ey. Ich will nicht, dass du mitmachst. Kann ich dich irgendwie entlassen? Ich will dich entlassen. Ey, Fotze. Du sollst nach Hause gehen. Komm schon. Fick dich, du sollst abhauen. Ich will nicht mehr. Halten, um Gruppe zu entlassen. Okay, kannst hier stehen bleiben. Oder kannst doch sterben gehen, ist mir egal. Auf Wiedersehen. Boah, endlich ist sie weg, Mann. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mir eine Begleiterin angeheuert habe hier. So, Dieter. Ah, Status quo, okay. Heute Abend steigt eine Riesenparty und Dieter ist eingeladen. Oh, interessiert doch keinen. Du brauchst eine Limo. Okay, ich organisiere dir eine Limo. Fucking Dieter. So, wo geht's denn hin? Ah, okay. Die suchen mich immer noch, die Bullen. Wie kann denn das sein? Und jetzt schießt ihr mir noch einen Platten. Frechheit sowas. Ich will das Auto hier. Ich will das Auto hier. Ich will das Auto hier. Jawohl. Aussteigen bitte. Geiselnahme. Minispiel? Ja, machen wir doch sofort. Scheiße, ich hab doch Y gedrückt, Mann. Alter, wie doof. Hat nicht funktioniert. Okay, beim nächsten Mal, wenn jemand sitzen bleibt, machen wir das Minispiel Geiselnahme. Was es hier alles gibt, ey. Super. Super, da wird einem nicht langweilig. Aber ich muss jetzt erstmal eine Limousine klauen. Und die dann zu Dieter bringen. Achtung! What the fuck? Den habe ich wirklich nicht gesehen. Konnte ich auch gar nicht sehen. Wie auch? So, suche nach dem Zielfahrzeug. Ja, ich probiere es. Ja, bis jetzt ist noch kein Zielfahrzeug da. Oh. Irgendwo muss doch eine Limo rumfahren. Hallo. Wollen wir nochmal hier lang? Achtung! Hier komme ich! Hier ist! Hier! Ich hab's! Komm schon, hier! Ah, sogar eine parkende Limo! Warum schießt du denn auf mich? Was habe ich denn dir schon wieder getan? Was soll denn das, du Pisskopf? Alter, ey! Schießt der einfach auf mich? Obwohl ich ihm gar nichts getan habe. Bleib doch einfach liegen, Junge! Alter, was das für eine Mucke! Alter, drei Fahndungssterne. Mit der Karre. Dieter, ist doch nicht dein Ernst. Wem gehört denn das Auto hier? Präsident Obama oder was ist hier los? Warum gleich drei Fahndungssterne? Ist ja unfassbar. Und sie wissen es natürlich sofort, wenn ich einsteige. Und natürlich ist dann sofort ein Helikopter bereit. Scheiße hier. Lasst mich in Ruhe. Die Karre fährt sich auch so scheiße. Unfassbar. Mann, du scheiß Heli nervst mich, was? Lass bitte das Auto in Ruhe. Ich will möglichst viel Geld dafür bekommen. Bitte. Bitte, ganz ruhig jetzt, Leute. Wieso muss ich denn so oft abbiegen? Wenn wir einfach mal geradeaus fahren könnten, dann wäre das echt super. Mit dem Schlachtschiff kann man nicht so enge Kurven fahren, Mann.
Bekanntheit, ja, ja, kein Augenblicklich, ja, ja, ich weiß, aber ich muss jetzt das Auto hier abliefern. Ich kann jetzt nicht irgendwo in meinem Laden irgendwo einkaufen oder so. Schweinerei! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Kann ja wohl nicht sein. Junge, Junge, jetzt geht mir der Heli dann echt auf den Sack und ich brauche andere Musik. Ach, ich bin schon wieder vorbeigefahren! Wie kann man denn nur so oft vorbeifahren? Das gibt es doch wohl nicht. Ich muss jetzt leider ein paar Menschen überfahren. Kann ich jetzt leider nichts dagegen machen. Achtung, aus dem Weg. Wir müssen hier rein. Schneller! Schneller! Das Auto ist so langsam, es ist unglaublich. Hier, komm schon. Jawohl! Hat sich das auch erledigt? Guten Tag. Danke für das Auto. Dü, 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 dü. Und schon bin ich weg. So, dann machen wir nochmal einen vom Dieter. Dürften ja nicht mehr so viele sein. 3 oder so. Weshalb? Alter, Lastwagen. Ein Lastwagen. Problemperson bekommt Betonschuhe und Dieters Kunden haben viele Probleme. Dieter braucht viel Beton. Finde einen Mixmaster in Yearwood. Ah, okay. Dann klauen wir halt einen Lastwagen. Man. Unglaublich. Beim Dieter klaut man anscheinend nur so scheiß Karren. Weil mit dem Lastwagen kann man jetzt auch nicht wirklich Vollspeed irgendwie um enge Kurven rumfahren. Nein, da muss man schon aufpassen, wie man fährt. Und man kann allerdings auch nicht zu schnell fahren. Und die Polizei wird uns natürlich suchen. Da steht doch einer. Ich muss doch jetzt nicht nach Yearwood, wenn ich den da haben kann. Oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich muss jetzt noch nach Yearwood rüber, obwohl ich schon in der Karre drin sitze, die er braucht. Alter, das kann doch nicht sein. Aber gut, so kriege ich wenigstens schon mal ein Gefühl dafür, wie sich das Auto fährt. Das Auto, ja. Ja, ist halt... Halt, Fantreffen, aussteigen, spring raus. Fantreffen, Fantreffen. So, hallo. Hallo, mein kleiner Fan. Ich bin sexy und du willst es auch. Super. Das Taxi überfährt hier jemanden. Jedes Mal, wenn wir einen Fantreffen haben, dann stirbt irgendjemand. Das ist unglaublich. Und dafür alleine schon wieder $1000 bekommen. So will ich das. Sorry, ich habe das Auto ganz dringend gebraucht. So. Holen wir einen Mixmaster und zwar einen, den das Spiel anerkennt als Mixmaster. Weil unseren vorherigen Mixmaster, der hat ja anscheinend nicht gezählt, obwohl es ja ein Mixmaster war. Hier, was soll denn das eigentlich? Weiß es nicht. So, biegen wir mal hier ab. Vielleicht ist hier irgendwo ein Mixmaster. Komm schon. Komm schon, irgendwo. Ja, hier. Sehr schön. So, guten Tag. Das ist ja gar kein Mixmaster. Das ist gar kein Mixmaster, Mann. Du willst aber Mixmaster. Also auf dem Bild ist ein Mixmaster. Der Name ist aber Long Hauler. Und unter Dieter seinem Namen steht Mixmaster-Lösung. Und in der Beschreibung steht auch nochmal Mixmaster. Aber das ist kein Mixmaster, das ist ein Long Hauler anscheinend. Ja, richtig, ist ein Long Hauler. Ja, ziemlich doof, aber egal. Was sollen wir jetzt mit dem ganzen Steinscheiß hinten drauf, Mann? Das macht uns so langsam. Kann man das irgendwie hochheben oder so? Das wäre echt lässig. Nee, nicht wirklich. Schade. Oh, das wäre ja episch, wenn man jetzt die Laderampe hier kippen könnte und dann... Ah, scheiße. Und dann die Bullen damit aufhalten könnte. Das wäre super. Aber die Karte fährt sich echt wie die letzte Wichse, Mann. Ist unglaublich. Every day I'm hustling, hustling. Ja, sehr gutes Lied. Bloß das ist irgendwie ein komischer Remix. Ah, die Laderampe hat sich bewegt, glaube ich. Ich weiß, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Achtung, aus dem Weg. Ich bin da. Doch, die Laderampe bewegt sich. Sehr cool. Da muss man das irgendwie auslösen können. Aber wie? Vielleicht, wenn wir einen richtig steilen... Berg hochfahren, aber ich wüsste jetzt nicht, wo einer wäre. Naja, egal. Liefern wir die Karre einfach ab. Also geschrottet werden dürfte die nicht so schnell.
Ich glaube, der Lastwagen hält dann doch ein bisschen mehr aus als ein normaler PKW. Aber gut, das ist ja jetzt... Warum habe ich 3 Fahndungssterne, wenn ich einen fucking Lastwagen klaue? Es ist ein Lastwagen. Mein Gott, Leute. Die tun ja gerade so, als würde ich damit irgendwo ins World Trade Center reinrasen und es zum Einsturz bringen. Lustig. Nein, tue ich natürlich nicht. Mann, ey. Diese Bullen. Halt, ihr habt mir wieder ein Auto gebracht. Mein Gott, ihr seid so zuverlässig. Das ist unglaublich. Müsste ich den ganzen Weg sonst laufen? Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So. Wo sind wir? Sainsburg. Komm schon, Dieter. Dieter. Justice. Dieter will ein Justice. Ich muss einfach ein Armaturenbrett aus Walnussholz und beheizte Pedale haben. Beheizte Pedale. Du willst mich doch verarschen, ey. Oi, oi, oi. Es gibt schon so Mädchen am Steuer. Beheizte Pedale. Warum, wenn er barfuß fährt? Barfuß darf man übrigens gar nicht fahren. Auto fahren. Und mit so losem Schuhwerk auch nicht. Also so Flip-Flop-Schwuchtelscheiße darf man nicht Auto fahren. Finde ich sowieso total lächerlich, dass die... Echt, Männer ziehen fucking Flip-Flops an. Das ist so schwul. Mann, zieht euch lieber Sandalen mit weißen Socken an. Das ist mal hetero. Nein, natürlich nicht, aber Flip-Flop ist auch nicht gerade männlich. Meiner Meinung nach. Naja, egal, was soll's. So. Wie weit ist es denn noch? Oh, hier wäre eine Panzervandalismus-Mission. Ja, mache ich jetzt aber nicht. Jetzt nicht. Suche nach dem Zielfahrzeug. Alles klar, ich habe sogar den Namen vom Zielfahrzeug vergessen. Aber ich werde es dann schon irgendwie finden. Whoops. Hey, Stuntsprung, sehr cool. Da kommt er die Treppe nicht hoch. Unfassbar. Wo ist denn das Auto? Wo ist denn das Auto? Ich brauche das Auto. Dodo. Was ist denn hier los? Die Karre fährt nicht mehr anständig. Jetzt fährt sie wieder. Mann, wo ist denn das? Ah, hinter uns. So, sehr schön. Achtung. Hier kommt die Polizei. Was heißt hier hinter uns, Mann? Der scheiß Dreck ist da unten. Ah, fuck it, Mann. Da war Wasser. Scheiße. Sprung ans Ufer, na los. Ich brauche ein Auto. Gib mir ein Auto. Ja, ich brauche das Auto jetzt. Ups, bin ich nochmal drüber gefahren und die Polizei steht daneben und sieht zu. Sehr cool. Also ich schätze, wenn wir das andere Auto jetzt klauen, dann kriegen wir 3 Fahndungssterne. Mit diesem, den wir jetzt schon haben, sind das dann wohl 4 Fahndungssterne. Ja, das ist doch super. Du willst ja hier jetzt nicht ausparken, oder? Ich krieg das Auto. Der hat seine Gun schon wieder rausgeholt. Oh nein, es ist auch noch hier. Die Gang sucht uns jetzt. Irgendeine Gang sucht uns. Okay. Mutant ist auch noch dabei. Hey, verpisst euch jetzt! Fucking Mutant! Diesmal lasse ich mich nicht auf so einen Scherz ein hier. Ich bleibe jetzt einfach nicht stehen. Verpiss dich. Achtung. Ja gut, aber das Auto geht mal wieder ein bisschen besser. Da machen sie echt eine fucking Straßensperre. Das bringt denen aber gar nichts. Hier muss ich rein! Shit. Shit, 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 schnell. Uhuhuhu. Knappe Scheiße hier. Jetzt gib Vollgas, Mann. Die sind direkt hinter uns. Ah, da muss ich wieder runter. Alter. Hätte ich fast übersehen. So. Geht bloß weg, ihr fucking Gangmitglieder. Ich will mit euch bösen Jungs nichts zu tun haben. Auf gar keinen Fall. So. Wie weit ist es denn noch? Naja, nicht mehr weit. Ich sehe es da vorne schon. Diesmal biege ich nicht falsch ab oder fahre einfach dran vorbei. Eieiei. Oh, die schießen übel auf mich. Na los. Einparken noch schnell. Verpisst euch jetzt. Lasst mich bloß in Ruhe. Oh, Mofo, fickt euch. Scheiße, ey. Aus dem Weg. Alter. Wie übel es einfach bloß abgeht. So, ich bin erstmal entkommen vorerst, aber die sind direkt hinter mir. Und jetzt machen wir nochmal Dieter hier. Ah, suchst du mir einen Titan, so groß, so wild, so kugelsicher. Aber für Dieter ist das wichtigste Argument für einen Titan, dass dieses Fahrzeug oftmals mit Beuteln voll Geld gefüllt sind. Ah, okay. Dann suche ich doch mal einen Titan. Ein Titan ist anscheinend ein Geldtransporter. Ja, logisch, dass der mit Geld gefüllt ist. Lustig. Okay, da werden wir auf jeden Fall dann die Polizei hinter uns haben, wenn wir einen Titan klauen.
Dann ist es aber auch verständlich, dass die Polizei nach uns sucht. Also eigentlich auch beim normalen Autodiebstahl. Aber wie die Polizei halt beim normalen Autodiebstahl nach uns sucht, mit Hubschrauber und allem drum und dran. Ich warte nur auf den einen Autodiebstahl, wo dann die Armee einrückt und echt mich mit Panzern verfolgt. Und Jagd und Düsenjägern und alles Mögliche. Das wird auch noch kommen wahrscheinlich. Es muss ja immer irgendwo eine Steigerung geben. Ist klar, sonst ist es ja langweilig, wenn es so bleiben würde. So, komm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das der letzte Autoklau für Dieter ist, weil dann, wenn ja, dann kriegen wir da jetzt einiges an Geld. Das wäre doch super. So, wo ist denn einer? Titan, und wir kriegen hier Erfolge ohne Ende. Schön. Schön sowas. Halt, da war doch ein Fantreffen. Natürlich war da eins. Nee, das ist kein Fantreffen. Das ist irgendwas anderes. Hör auf zu tanzen, du Gaylord! Hört auf zu tanzen! Was ist denn da drin? Da ist doch irgendwas. Was ist denn das? Geldpalette. Okay, alles klar, super. Und da hinten haben wir die Markierung vom Auto. Sehr schön. Aus dem Weg, hinter mir. Und wer schießt denn da schon wieder? Ich habe da bloß die Geldpalette geholt. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Komme ich da durch? Auf die andere Straßenseite? Nein. Da ist eine fette Mauer dazwischen. Shit. Wie komme ich denn da jetzt rüber? So. Natürlich so. So, easy going hier. So, komm schon. Bin gespannt, wie viele Fahndungssterne wir jetzt gleich haben, wenn ich da einsteigen werde. Oh, Limousine kreuzt meinen Weg. Das sind zwei hintereinander. Sehr schön. Jetzt muss ich auch noch auf der anderen Seite aussteigen. Komm schon. Falsche Automann. Ja gut, da kann ich wahrscheinlich nicht reinspringen, weil... Ja, und jetzt... Wie viele kommen denn da? Komm, der gehört mir jetzt. Da kann ich wahrscheinlich nicht durch die Scheibe reinspringen, weil... Doch, natürlich. Aber ich dachte ja bloß Panzerglas, aber... Nee, zählt wahrscheinlich nicht. Okay, vier Fahndungssterne. Aber das Auto sollte stark genug sein, da wird sich nichts fehlen. Alter, mit was schießen die da? Mit Maschinengewehren oder was? Alter, die Armee ist hinter uns. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Verdammte Scheiße. Wie soll ich die Wichser denn loswerden? Die kann ich ja gar nicht loswerden. Guckt euch das mal an, wie scheiße langsam das Auto ist. Ich hoffe, dass das Auto das aushält. Ansonsten... Ja, ist klar, ne? Hier, SWAT for the win und alles. Alter, jetzt übertreiben sie wirklich ein bisschen. Was ist denn da drin, Mann? Hier, CIA-Dokumente oder was? Boah, ja, scheiße, ne? Richtig scheiße sowas. Wie soll man denn sowas klauen, wenn die Armee hinter einem her ist? Scheiße. Ah, Krankenhaus kaufen für 4000 Dollar. Nein, tun wir jetzt nicht. Ich weiß auch nicht wofür. Nur das Auto jetzt. Sucks to be you. Oh, nochmal. Nochmal. Das muss doch hier funktionieren. Kann doch nicht sein, dass hier der fucking Schüssel hier, die Armee hier mich wegfickt. Das ist doch unmöglich. Aber das Auto ist nun mal auch nicht schneller. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, was ich dagegen tun könnte. Ich weiß es einfach nicht. Da gibt es wahrscheinlich nichts, was wir tun können. Wir müssen einfach bloß Glück haben. Höchstwahrscheinlich. Und sobald, wenn wir brennen, ist es zu spät. Wir haben gebrannt und ich wollte eigentlich... Ich habe sofort Y gedrückt für aussteigen, aber die Zeit hat einfach nicht gereicht. Sie hat einfach nicht gereicht. So. Wo ist denn ein Titan? Ups, sorry. Wir könnten auch hier ein Geschäft kaufen. Und dann könnten wir... Ja, hier ein Geschäft kaufen. Und dann könnten wir... Dingens... ins Auto einsteigen, haben wir vier Fahndungssterne. Und dann, wenn wir in ein Geschäft gehen, haben wir wieder null Fahndungssterne. Deswegen werden wir das jetzt erstmal kaufen hier. Und dann werden wir da hinfahren, Fahndungslevel wegmachen und dann gemütlich nach Hause fahren. So muss das, ne?
So, hier wäre jetzt einer. Ein Titan. Aber den nehmen wir jetzt nicht. Denn erstmal müssen wir ein Geschäft kaufen. Nee, obwohl, das sollte so zu schaffen sein. Achtung, Bullen schießen auf uns. Gib mir das Auto. So. Wir fahren jetzt einfach ganz schnell zu dem Geschäft hin. Verpisst euch! So, wo muss ich denn hin, um in das Geschäft zu kommen? Einfach bloß geradeaus fahren. Alles klar, dann fahren wir doch jetzt einfach mal geradeaus. Verpisst euch! Schönes Ding, so muss das. So. Wo ist denn da der Laden? Hier ist er. Schnell! Kauf ihn! Ja, ich will ihn kaufen. Na los! Let's pretend! Ja, weiter! Und rein! Zack, boom, bam! Fertig! Feierabend! Tschüss! Mein Auto. Darf ich einsteigen ohne Fahndungssterne? Nein! Ich habe schon wieder 4 Fahndungssterne! Was für eine schwule Scheiße, Mann! Die Wichser! Das Spiel ist gar nicht so doof, wie ich jetzt gedacht hätte. Ja, toll. Das Auto ist sowas von down. Wie soll ich denn da entkommen? Es sind Platten, es fährt einfach nicht mehr. Ja, natürlich, Mann. Ey, wie mich das ankotzt gerade. Wie mich das gerade ankotzt. Wie soll man denn das schaffen? Und ich habe auch noch 4 Fahndungssterne. Alter, ey. Seid ihr da noch? Ja, ihr seid da noch. So, gib mir das Auto. Ich muss hier weg. Das Scheiße hier. Mann, das nervt mich. Sowas nervt mich echt. Sowas nervt mich tierisch. Unglaublich, ey. Jetzt kann ich... Oh, wie soll denn das funktionieren? Das ist viel zu weit, die Strecke hier mit dem fetten Riesen da so langsam rumzugurken. Und die ballern alle auf mich. Und ich meine, das ist ja auch ein leichtes Ziel eigentlich, was der Titan hier abgibt. Der ist langsam. Der ist nicht allzu schnell, nicht wendig. Den kann man schon mal treffen. So, wo ist er denn? Da hinten. Okay. Ist aber ziemlich weit weg. Ah, Mist. Ja, hilft wohl nichts. Den muss ich jetzt nehmen. Mann, wie soll denn das funktionieren? Ich weiß es nicht. Und der Heli ist immer noch hinter uns. Nerviger Bullshit hier. Gib mir. Gib ihn mir. So, Abflug. Ja, ich hänge an der Laterne. Wie unrealistisch ist denn das schon wieder, Mann? Das ist ein verfickter Titan und ich hänge an der fucking Laterne. Sowas kann einfach nicht sein. Sowas darf einfach nicht sein. Junge, Junge. Ja, ist in Ordnung. Und da vorne, was da schon wieder auf der Straße steht. Es ist ja wohl unglaublich. Die Karre ist so unfassbar.